Alter, ich hasse es. Immer wenn ich die Aufnahme neu starte, ruft ein Spast irgendwie an. Bald alles senkrecht. Greg, schön heute, oder? Ich habe alle möglichen Bären gefunden. Wenn du willst, teile ich mit dir. Ich warte hier auf Route 130, auf Route 31. Nee, danke, auf Route 31, da komme ich momentan nicht hin mit meinen Sachen. So, ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg zum Steineichenwald. Aber zuvor kontrolliere ich noch meine Pokémon. Ja, sieht ganz gut aus. Ich glaube, Zubat setzt sich an erste Stelle einfach mal so. Okay, auf in den Steineichenwald. Was zum? Sag mir etwas. Ist es wahr, dass Team Rocket zurückgekehrt ist? Was? Du hast sie geschlagen? Ha, hör auf zu lügen. Du machst keine Witze? Dann lass uns sehen, wie gut du bist. Also gut, machen wir einen Platz. Verdammte Silver. Er hat drei Pokémon. Ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich verstehen, warum ich Zubat in erste Stelle gesetzt habe, auf wegen seinem Nebulak. Unser Zubat kann mit seiner Unlichtattacke Biss, nämlich das Nebulak, ganz leicht killen. Hoffe ich zumindest, wenn der Schlecker jetzt Zubat nicht paralysieren sollte. Das wäre schon mal super an der Kampf. Ja, immerhin der Biss ist sehr effektiv. Das ist ja schon mal ein Anfang. Weiß ihn nieder! Zubat! Sehr schön. Und Level 16 für Zubat. Noch 6 Level, da haben wir einen Golbat. Ja, er hat selber auch einen Zubat. What the fuck? Ja gut, wenn er einen Zubat nimmt, dann nehmen wir... Ah, nein. Geht nicht. Mist, wenn wir jetzt... Ich hoffe, sein Zubat kann kein Biss. Sonst ist es wieder dasselbe Spielchen, bloß umgekehrt. Ich probiere es mit Hypnose. Und hoffe, dass er kein Biss beherrscht. Scheiße. Über das hätte ich mich jetzt mehr gefreut. Jetzt kommt ein Superschall. Jetzt aber, Hypnose. Ich glaube an dich. Nein. Warum verletzen sich Gift-Pokémon immer? Und es kann doch Biss. Es ist immer dasselbe. Gift-Pokémon verletzen sich immer selber. Ist mir so aufgefallen. Ich habe auf der Weiß, auf der Schwarz 2 auch ein Gift-Pokémon. Das verletzt sich auch immer selber. Das ist ein Slimog, glaube ich. Ja, ein Slimog ist das genau. Ja, ja. Jetzt kommt Loot. Und jetzt versuchen wir dieses Zubat einfach mal zu verbrennen. Warum trifft es den Superschall immer? Das gibt's doch gar nicht. Wenn ich Superschall einsetze, dann trifft es fast gar nicht. Aber wenn der Gegner Superschall einsetzt, dann trifft er sofort. So, auch sein zweites Pokémon hätten wir erledigt. Verdammt, das Zubat war jetzt aber nervig. Gut, es kommt. Es kommt jetzt Tyrakrok, die Entwicklung von Kalimani. Da, oh Gott, das wird schwierig sein zu knacken. Ich glaube, ich probiere es mit... Moment. Ich tue jetzt ein bisschen taktieren. Ich nehme jetzt einfach mal Knuffenser, weil Knuffenser ein Pflanz-Pokémon ist. Und es hat Level 16. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, ich probiere es mal zu blenden. Vielleicht klappt es ja. Agni wäre nicht so besonders schlau, weil es sich wahrscheinlich sehr wenig ab. Damit seine Genauigkeit ein bisschen runtergeht für unsere späteren Pokémon dann später. Ja, One-Hit-Kill habe ich mir schon gedacht. Incognito, ich weiß nicht. Ich probiere es noch den Angriff zu senken mit Togepi. Und zwar mit seiner Charm-Attacke. Okay, Togepi hat diese Attacke nicht überlebt. Schade eigentlich. Wäre jetzt schön gewesen, wenn noch der Charm geklappt hätte. Okay, jetzt kommt Incognito. Ganz einfach, weil es unser... unsere schwachen Pokémon einfach mal so. Ah, die Attacke ging daneben. Das war der Blitz, der jetzt was gemacht hat. So, und die Attacke ist nicht sehr effektiv. Scheiße. Ja, die Kraftreserve-Attacke, die nimmt ja immer ein bestimmtes Element an. Wahrscheinlich war das Element jetzt gerade Eis oder Wasser gewesen. Na gut, dann probiere ich es jetzt mit Nebulak. Nebulak müsste, glaube ich, schneller sein als Tyrakrok. Also komm, Hypnose. Nein! Warum triffst du nicht? Ich dachte, Hypnose ist so genau. Verdammt. Nebulak, nein! Oh. Also gut, Zubat. Jetzt kommt unser paralysiertes Zubat. Verdammt. Biss, komm. Ich glaube an dich. Nein! Scheiße! Wir haben jetzt gerade Pech, oder? Ah,
nochmal kommen. Bis jetzt aber. Na gut, Silberblick ist nicht so besonders gefährlich. Alter, warum zieht es wenig ab? Komm, Superschall. Die Attacke muss doch jetzt mal treffen. Jetzt komm, Superschall. Jawohl. Sehr schön. Jetzt hoffe ich nur, dass Tyrakrok sich selber verletzt. Weil unser Eglava kann wenig gegen das Tyrakrok anfangen. Weil Tyrakrok den Elementvorteil hat. Glaube ich. Komm, ich riskiere es jetzt scheiß drauf. Komm, Eglava. Auch wenn ich jetzt im Typennachteil bin, ich muss es riskieren. Bitte, selbst verletzen. Nein! Ach, zum Glück nur ein Kratzer. Gut, jetzt muss ich die Genauigkeit weiter runtersenken mit Rauchwolke. Das ist schon auf minus 2. Nein, ist nicht was verwirrt. Nein! Ach, Knarre! Oh Gott, ich werde verlieren. Ich werde verlieren. Silberblick. Ich muss jetzt irgendwie seine Verteidigung senken, weil der hat eine hohe Verteidigung. Ach, zum Glück geht's jetzt daneben nochmal Rauchwolke. Ich brauche eine Sicherheit. Deswegen jetzt Rauchwolke nochmal. Vielleicht kann der Zubat später noch was reißen, wenn ich jetzt die Rauchwolke-Attacke häufig einsetze, sodass er gar nicht mehr trifft. Das wäre eine Option. Okay, jetzt hat er seine Genauigkeit minus 4. Gut, das ist schon die dritte Aquaknall hintereinander, die nicht getroffen hat. Jetzt muss ich meinen Eglava langsam mal heilen. Ich wäre halt nur 10 KP leider. Das bringt, glaube ich, nicht sonderlich viel. Auch Wolke, ich probier's jetzt nochmal. Ja gut, irgendwann musste ja die Aquaknall treffen. Ich hoffe nur, dass Eglava es überleben wird. Ja, ganz knapp, aber es hat überlebt. Sehr schön. So, in letzter Verteidigung senken. Das ist die Verteidigung von Tyrakrok minus 2 und unser Eglava geht down. Jetzt muss ich meine ganzen Karten auf Zubat setzen. Also gut, Zubat, komm, du bist meine letzte Hoffnung. Okay, Zubat, bis, komm! Und Paralyse, bitte! Das zieht zu wenig ab, das zieht viel zu wenig ab! So schaffen wir das nicht! Und die Paralyse, die ist auch noch in unserem Nacken. Ich glaube, das verlieren wir jetzt. Vielleicht hilft es noch was, wenn ich den Angriff weiter erhöhe, aber ich glaube nicht. Ja, jetzt trifft der Kratzer, aber komm! Nein! Wir haben verloren! Scheiße! Gold hat keine Kampffähiges Pokémon mehr und fällt in Ohnmacht. Ich hasse dich, Gold. Ey, ich meine Silber. Verdammt, ich hätte den nicht so stark in Erinnerung gehabt. Ich hätte ihn nicht so unterschätzen sollen. Ich brauche einen Trank, genau. Das ist das, was mir gefehlt hat. Ach Gott, ich hasse es, wenn ich Scheiße kommentiere. Wir haben verloren, weil wir keine Tränke hatten. Deswegen haben wir verloren. Ich kaufe mir jetzt 5 Supertränke und es müsste dann klappen dieses Mal. So, dasselbe Spielchen nochmal. Jetzt haben wir zwar ein bisschen Gold oder Kohle verloren, was soll's. Aber es macht nichts. Wir haben ja noch ein bisschen Geld bei unserer Mutter. Da kommt nämlich gleich alles Geld, falls wir verlieren. Dann können wir uns, da können wir so oft wieder hingehen, wie wir möchten. So, hier noch ein Trank. Gut, damit sind wir blanko. Na, hier ein Gegengift noch, damit wir schön alles loswerden. Und hier noch Blumenbrief. Den Blumenbrief, den können wir später noch in Geld umwandeln. So, jetzt. Und auf die 20 Pokédollar, die wir noch übrig haben, scheiß ich mal drauf. Okay, nochmal werde ich nicht verlieren. Verdammter Silber. Diesmal mache ich dich platt. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Auf der Musik ändern. Okay, dieses Silber. Dieses Mal kriegst du auf die Fresse. Nebulak! Ich habe dazu gelernt seit dem letzten Kampf. Nämlich, dass ich hätte Tränke benutzen sollen. Nein, warum trifft es deine Hypnose? Warte du, verdammt, das ist Nebulak. Warum ist Nebulak jetzt auf einmal schneller? Vorhin war es ja nicht so schnell. Vielleicht sind sie ja gleich schnell, keine Ahnung. Jetzt kommt ein Aufwecker. Hat nee, vorhin hat ja Nebulak mit Stecker angegriffen und uns zwar wurde paralysiert, genau. Gut, dieses Mal ist es nicht der Fall. Weiß sie nieder.
Schreck zurück, bitte. Ja, genau so stelle ich mir es vor. Nein! Scheiße. Okay, gut. Ja, doch, so habe ich mir schon vorgestellt. Und Nebulak ist tot. Sehr schön. Ja, gut. Es kommt Zubat. Ich werde jetzt nicht Nebulak setzen, sondern ich werde Zubat draußen behalten. Also Zubat gegen Zubat. Okay, beiß ihn nieder. Ich hasse es, wenn mein Pokémon verwirrt wird. Halt, Moment. Zubat ist ein Gift-Pokémon. Das muss ich aufpassen. Jetzt wechsle ich zu Igel, aber Zubat wird sich bestimmt selbst verletzen, weil es ein Gift-Pokémon ist. Und ja, ihr kennt ja mein Glück mit Gift-Pokémon, die verwirrt sind. Pff, dieses Mal ein Volltreffer, ja genau. Irgendein Pech musste jetzt kommen. Entweder hätte sich mein Zubat jetzt selbst verletzt oder ein Volltreffer kommt, genau. Ja, natürlich, super schön. Aber Igel ist kein Gift-Pokémon, also müsste es sich nicht verletzen, laut meiner Statistik. Ja, solche Statistiken zeigen schon mal was. Gut, das war sein zweites Pokémon, jetzt kommt sein gefürchtetes Tyrakrok. Hier wechsle ich natürlich wieder wie vorhin, nämlich wieder Knuffenser. Ich glaube, statt Igla war es auch Wolke, werde ich jetzt Silberblick einsetzen, weil ich glaube, Tyrakrok hat so eine hohe Verteidigung, die muss man einfach senken, damit es klappt. So, jetzt probier's wieder mit Blitz. Ich habe keine Ahnung, warum man Silberblick einsetzt, ich hätte einfach nur angegriffen. Das wäre sowieso ein Ballspiel mit 10 Level Unterschied. Plus, dass sein Tyrakrok entwickelt ist, ja. Das ist auch so. Okay, jetzt probiere ich es wieder mit Togepi, auch wenn es wahrscheinlich nichts bringen wird. Aber probieren kann man es ja mal. Boah, sein Attack gegen daneben, haben wir ein Glück. So, schleim ich ein bisschen bei Tyrakrok rein, damit immerhin sein Kratzer ein bisschen weniger abzieht. Der kann immer noch mit Aquaknall angreifen. Das ist auch noch ein Problem. Also gut, Togepi hat auch ins Gras gebissen. Jetzt kommt unser Inkognito. Ich hoffe, jetzt kommt ein anderes Element raus. Nicht so wie dieses Wasser oder Eis vorhin. Bitte, Elektro oder Blatt. Und? Schon wieder nicht sehr effektiv. Was haben wir da für ein Pech? Liegt es am Pokémon oder liegt es am Element? Also ich habe in Schwarz und Weiß 2 gelesen, dass es das Kraftreserve immer ein bestimmtes Element annimmt, aber ich glaube, das ändert sich nicht, ne? Ich glaube, das Element bleibt immer. Also wird Kraftreserve wahrscheinlich immer eine Eisattacke sein, glaube ich, oder eine Wasserattacke, keine Ahnung. Könnte sein, vielleicht, ja, könnte sein. Ja, so, gut, das ist, gut, jetzt ist Tyrakrok immerhin verwirrt. Eigentlich hätte ich jetzt ihr Igelava einsetzen sollen, nicht dieses, Nicht Zubat. Verdammt, ich kann mich nicht mehr gescheit ausdrücken, das gibt's doch gar nicht. Bitte, verletz dich selber. Leica Emo, nein! Gut, jetzt versuche ich dich mal zu hypnotisieren und dann setze ich Groll ein, um seine Aquaknall zu senken. Um zu hoffen, dass seine AP dann auf 0 gehen. Und dann später können wir ja unser Igelava einsetzen und dann seine KP komplett runter. Okay, nochmal von vorne. Scheiße, ich kann mich gar nicht mehr gescheit ausdrücken. Okay, ich werde jetzt Nebulak so einen Groll einsetzen lassen, bis Tyrakrok weiter. Bis Tyrakrok wieder aufwacht. Und wenn Tyrakrok aufwacht, wird es wahrscheinlich weiter den Aquaknall einsetzen. Und dann setze ich weiter den Groll ein, bis die AP von Aquaknall auf 0 sind. Und dann hat Tyrakrok keine effekte Attacke mehr gegen unser Igelava. Genau das wollte ich sagen und nicht anders. Gut, es kommt ein Trank. Ein super Trank natürlich. Na, normaler Trank jetzt glaube ich auch gebracht. Na, egal. Ja, setz ruhig Aquaknall ein, so viel du willst. So, jetzt setze ich Hypnose ein, um seine AP wieder, damit er wieder einschläft. Jawoll. Und jetzt gleich kommt wieder die Grolltaktik. So, jag ihn schön Angst ein, obwohl er schläft. Ich frage mich, wie viel AP Aquaknall hat. Ich glaube so 25 oder so. Naja, so viel AP wird es nicht mehr haben. Und weiter senken. Das ist keine Wirkung. Das heißt, Aquaknall hat keine AP mehr. Cool. Jetzt
kann es glaube ich nur noch mit Kratzer angreifen und unser Nebulak ist immun gegen Kratzer. Na gut, dann druck dich jetzt mal ein bisschen aus, Nebulak. Mann, wir brauchen ganz schön lange für den Kampf in diesem, für den Trainer in diesem Part. Scheiße, ich wollte diesen Part eigentlich in den steilen Eichenwald treten, aber wir brauchen anscheinend zu lange für den Silbertrainer. Naja, egal. Hauptsache, ist immer ein bisschen episch, dieser Part. Mit der Musik und so. Ja, du kannst dich nicht mehr angreifen. Was machst du jetzt? Hast die Arschkarte gezogen. Edgeward. Oh, jetzt versuchst du mit Silberblick. Oh, ja, Arme. Er muss schon sehr verzweifelt sein, wenn er mit Silberblick angreift. Ich wundere es, dass er jetzt nicht paralysiert wird. Ich meine, wir haben ihn jetzt schon häufig mit Schleck angegriffen und er ist immer noch nicht paralysiert. Ja, immerhin Silberblick als gar nichts, ne? Du kannst eh nicht angreifen, also bringt es dir nichts. Voll langweilig jetzt gerade der Kampf. Ja, endlich ist er paralysiert, aber ich glaube, das bringt jetzt eh nichts mehr, weil er jetzt eh gleich down ist. So, gleich haben wir ihn besiegt. Nur noch ein Schlecker und er ist down. Yippie! Oh, das gibt Erfahrungspunkte für Nebulak. Haha, nicht schlecht. Und Level 16. Und wir haben nicht einmal unsere Igel-Level eingesetzt. Was? Es lernt Fluch. Cool, okay. Gut, was verlerne ich denn statt Fluch? Horrorblick. Komm, Horrorblick ist nicht so besonders nutzvoll. Ich meine nützlich. Warum benutze ich Fremdwörter, wenn es einfach geht? So, er ist besiegt. Endlich. Nutzlose Pokémon. Hey du, du hast nur gewonnen, weil meine Pokémon schwach sind. Und wieder ein bisschen Kohle. Ich hasse schwache Pokémon. Ich hasse schwache Pokémon. Trainer, es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stark sein und das Schwache ausmerzen oder auslöschen. Das gilt auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark, aber triffst du auf einen allein, ist er schwach. Ich hasse sie. Geh mir aus dem Weg, ein Schwächling wie du ist es nicht mehr als eine Ablenkung würdig. Ja. Ah, der Greg, der belästigt mich. Hey Greg, also sind Greg schön heute, oder? Wie geht's deinem Pokémon? Meine Pokémon haben zu viel Energie, das ist ein Problem. Vor allem mein Pokémon ist Raupi am schwierigsten. Mit ihm zu arbeiten ist ermüdend. Jo, wir haben ein wildes Taubsi mit nur einem Schlag besiegt. Es ging so hart zu Boden, dass ich fast schon Mitleid hatte. Bis später. Warum erzählt er mir das? Ey, gleich lösche ich den Greg von meinem Telefonbuch. Ich schwör's euch. Naja, sorry Leute, dass wir in diesem Part wenig vollbracht haben. Wir haben nur Silber besiegt. Dafür gibt's im nächsten Part weiter mit einer spannenden Steinerchenwalderkundung. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.